Sie sind gemeinsam verschwunden. Die 14-jährige Cecile Schöning und ihr Erzieher Alex Kessler. In diesem Haus in Grevesmühlen lebt Cecile zusammen mit 6 anderen Kindern aus schwierigen familiären Verhältnissen. Betreut durch Erzieher, darunter der 24-jährige Alex Kessler. Seit Donnerstag vergangener Woche fehlt von ihnen jede Spur. Die Polizei vermutet, dass die beiden mit dem Wagen Kesslers unterwegs sind. Also die Vermisstensuche steht hier schon eindeutig im Vordergrund. Wir möchten natürlich die 14-jährige Cecile wiederfinden. Allerdings ist natürlich aufgrund des großen Altersunterschiedes und des zeitgleichen Verschwindens können wir eine strafrechtliche Relevanz, also einen möglichen sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener, an dieser Stelle nicht ausschließen. Auf Facebook startete Kesslers Ehefrau einen Suchaufruf, doch bisher keine Spur, auch sein Arbeitgeber ratlos. Und wir sind wirklich total betroffen, weil sie sind einfach weg, die beiden. Seit 2 Jahren arbeitet Alex Kessler in der Jugendwohngruppe. Er hat einen Erzieherabschluss und ist eigentlich ein, wie gesagt, ruhiger, besonnener Erzieher, so habe ich ihn kennengelernt, und deswegen ist ja der Schock umso größer, dass diese Handlung von ihm so vorgenommen wurde. Ceciles Mutter glaubt, dass Alex Kessler für ihre Tochter mehr als nur ein Erzieher ist. Cecile hat sehr viel von ihm geschwärmt. Es war wie jedes zweite Wort nur noch Herr Kessler hinten, Herr Kessler vorne. Und man sagt grundsätzlich, das ist die rosarote Brille, die sie aufhatte. Sie hat sich ein Leben mit ihm schon vorgestellt, umgedreht wohl angeblich genauso. Ganz gleich, was hinter dem Verschwinden der beiden steckt, für Erzieher Alex Kessler wird es wahrscheinlich ein juristisches Nachspiel haben.